6, 5, 4, 3, 2, 1. Wenn ich den Boyschen erweiterten Kunstbegriff „Jeder Mensch ist ein Künstler“ erweitere in „Alles ist Kunst“, dann ist auch der vortragende Physiker ein Künstler, respektive das, was der von sich gibt, und dem Material, aus dem dieser Mensch besteht, ist Kunst. Hier ist der Punkt, wo es auch philosophisch keinen Sinn mehr macht. Ohne jedwede Differenzierung hebt sich alles auf. Nichts braucht mehr gesagt werden, nichts braucht mehr gelebt zu werden. Ende, vorbei und aus. Nichts ist alles, alles ist nichts. Das Zentrum der DX, wie gesagt, ist die tägliche Diskussion und Auseinandersetzung über die sich streng aufdrängenden Zeitfragen. Eine reine intellektuelle Handlung für Intellektuelle. Ein kleiner, elitärer Haufen, welcher sich im rein Geistigen rumtreibt. Positiv davon ist, dass dies überhaupt passiert. Auch im Kunstraum. Negativ, dass es die große Masse gar nicht versteht und es schnell langweilig findet. Und genau das ist der Tenor der gesamten Ausstellung. Die Leute stehen vor den Videoinstallationen, vor den Computerterminals und können in der Regel damit nichts anfangen. Sie verstehen es nicht. Daraus resultierend entweder ein sich völliges Abwenden oder eine Wut. Die Wut ist gut und kann in Diskussionen zu sehr wichtigen Ergebnissen führen. Nur diese Auseinandersetzung mit dem Konsumenten und den DX-Leuten findet nicht statt. Stattdessen philosophieren Intellektuelle auf dem Podium über den Status quo der Welt und lassen darüber diskutieren. Vieles von dem Gezeigten auf der DX ist nicht vermarktbar. Genau das Gegenteil, was wir hier sehen. Und Frau David hat sehr deutlich gemacht, dass Kunsthändler und Galeristen nicht gerade ihre Sympathie haben. Diese Haltung zeichnet sie aus als eine Frau, welche weiß, wie der schnöde Mammon auf schöpferisch-kreative Prozesse inhaltlich äußerst negativ sich auswirken kann. Dass zum Beispiel nur noch des Geldes wegen produziert wird. Nur die Kehrseite der Medaille ist, die Künstler müssen doch auch leben. Und wenn wir keine artfremden Tätigkeiten tun wollen, muss von dem existiert werden, was geschöpft wird. Das heißt Vermarktung. Die Kunst kommt unter den Hammer des Geldes. Das ist die Realität. Das ist die Realität. Die Ausnahme ist doch der Mäzen oder die materielle Absicherung von Hause aus. Unter dem Strich kann über DX gesagt werden, erstens, sie ist notwendig, gerade auch in dieser Art, in dieser Zeit. Zweitens, sie ist über weite Strecken langweilig. Drittens, sie ist total kopflastig und sperrt das Gefühl und die einfachen Menschen aus. Viertens, sie ist eine Bestandsaufnahme des Status quo. Fünftens, sie postuliert konsequent, alles und jedes ist Kunst, beziehungsweise kann Kunst sein per Definition. Sechstens, sie will Kunst politisieren. Siebtens, Gefühl, Sinnlichkeit, Farbe, Spaß, Freude, Traum,
Ekstase kommen nicht vor. Achtens, sie will sich selbst abschaffen. Das heißt Selbstmord. Für die nächste Dokumenta wünsche ich mir mehr Ausgeglichenheit, weniger Denken und mehr Gefühl.